Ja, du heil sie. Du heil ihn. Ich will das. Was zur Hölle war das? Du heil ganz schnell dich. Warum sind die jetzt gestorben? Ach so, weil sie minus Lebenspunkte hatten und dann der Zauber aufgehört hat. Der Bewahrungszauber. Das wir hätten sie eigentlich heilen müssen, bevor der Zauber ausläuft. Ja, mein Fehler. So. So. Schon besser. Und sehr, sehr praktisch, dass wir den Zauber jetzt haben. Jetzt fehlt echt nur noch eine Gruppenheilung und dann ist Lay mit der wichtigste Charakter in der Gruppe. Also, was ist da jetzt drin? Brauchen wir wirklich noch so ein Heilung? Brauchen wir wirklich noch Schutz so ein gegen Magie? Hier. Stunde der Macht? Hier. Tag des Schutzes. Können wir das wirklich brauchen? Das sind sehr mächtige. Obwohl, nehmen wir die auch noch mit. Das sind sehr mächtige Zauber. Also, Gift heilen. Hat sie bereits. Gift heilen hat sie sogar mehrfach. Stunde der Macht ist ein Lichtzauber. Tut mir leid, kann ich nicht brauchen. Kann sie also nicht. Schutz gegen Magie. Tut mir leid, kann ich nicht brauchen. Ist welche Schule? Erde? Den kann ich nicht lernen. Tut mir leid, kann ich nicht brauchen. Also einer von den beiden wird es auf jeden Fall später sprechen können. Und Tag des Schutzes. Tut mir leid, kann ich nicht lernen. Ist dann Schattenmagie gewesen, glaube ich. Dauert also auch noch ein bisschen. Das heißt, sie sind alle bei Verwahrung. Zur Verwahrung bei ihm. Ich würde gerne helfen. Und sein Inventar ist langsam ziemlich voll. Das erkenne ich nicht. Kein Platz mehr. Brauchen wir wirklich noch so ein Plus 15 auf Ausdauer? Was ist trotzdem nur ein einfacher Bogen? Dafür habe ich keinen Platz. Ja, wird das verkauft. Okay. Was ist mit dir los? Du bist schwach. Ja, okay, du warst doch gerade tot. Ich glaube, das ist nachvollziehbar. Ist hier noch was? Nö. Ich glaube, wir haben gerade erfolgreich den Tempel des Mondes ausgeräuchert. Da wird sich der Tempel der Sonne bestimmt freuen. Oder auch nicht. Weil dann denken sie, sie wären jetzt an der Macht und könnten uns rumschubsen und dann greifen sie uns trotzdem an. Ich denke mal, so oder so ähnlich wird das dann später aussehen. Du, das da. Wir wollen also jetzt... nicht darauf. Wir wollen da über die Brücke, denn wir brauchen immer noch den Steinaltar für Lunanera. Und ich denke auch mal, dass der Tempel der Sonne da sein wird. Auf genau der anderen Seite der Inselkette hier. Ich hätte vielleicht noch ein bisschen länger schlafen sollen. Ich sehe nämlich nichts. Oh, und Ruhe. Bewahrung. Man nicht mit einer Falle versehen. Brauchen wir wirklich noch so ein Todesblüte. Wollen wir gleich mal aussprechen? Inventar. Obwohl, das sollte man sprechen, wenn es hell ist, damit man es sehen kann. Oh, was ist denn hier los? Gargoyles gegen Untote und alle gegen uns. Das ist interessant. Oh, die Untoten gehören also zum Tempel des Mondes. Und die Gargoyles gehören zum Tempel der Sonne. Also ist der Tempel der Sonne auf jeden Fall uns feindlich gesonnen. Sonst würden ihre Diener uns nicht angreifen. Du hältst viel zu viel aus. Das tut irgendwie weh. Also es kann auch gut sein, dass es einfach Gegner sind, die man eigentlich im Nahkampf besiegen sollte. Aber ich fühle mich da nicht so... Oh, du bist gar nicht angeschlagen. Das tut irgendwie weh. Oh, da ist jemand gelähmt. Du, Zaubern. Da. Ja, Nahkampf bringt gar nichts. Hilfe! Also ja, ich war auch nicht besonders lange dran, aber ich will auch nicht besonders lange an ihr dranbleiben. So, lauf. Einfach weg hier. Wir müssen schlafen. Und dann haben wir hoffentlich, nachdem wir ausgeruht sind, genug Zauberpunkte, um das Ganze anzugehen. Weil eben gerade haben wir schon ziemlich viel an den schwächeren Gargoyles verschwendet, sozusagen. So, lauf, schlaf. Wir sollten was essen. Da hast du recht. Ja.
Fackellicht brauchst du nicht wirklich. Auge. Warum hat das gerade nicht geklappt? Achso. Sie hat wahrscheinlich die Augen zusammengekniffen, weil sie dachte, was zur Hölle, warum soll ich jetzt Fackellicht zaubern? Das tut irgendwie 47 weh. Schaden. Okay, der Blitzzauber ist nicht effektiv. Hast du da einen Ersatz? Den da? Macht 11 Schaden. Oh, oh, oh. Und was mit dem da? 10 Schaden. Nö. Haben wir nicht so die Auswahl. Also Säurestrahl macht immer noch am meisten. So. Einer von den Bestien tot. Du heil bitte sie. Da bist du. Komm rauf aus dem Wasser. Wir wollen nicht... Oh. Ach stimmt, der eine war schon ziemlich angeschlagen. Und für so einen hartnäckigen Gegner 157 Gold. Das ist ganz schön mau. Bewahrung. Schön. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Charisma plus 6. Platz mehr. Was machen die? Plus 10 auf Stärke und Charisma. Nö. Was mit dir? Du hast noch ganz alte Schuhe an. Alchemie plus 4. Wenn ich das jetzt wegnehme, hast du keinen Bonus auf Alchemie? Nee. Ich lasse sie bei ihrem Inventar. Für den Zeitpunkt, wo ich mal einen Trank brauen muss. Aber ich weiß jetzt schon mit 95%iger Sicherheit, dass wenn ich irgendwann einen Trank brauche, ich nicht dran denke, vor die Schuhe anzuziehen. Das ist schlimm. So, plündern, 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 plündern. Plündern, 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 plündern. Und das ist definitiv der Tempel des, der Sonne. Aber ich sehe hier nirgendwo den Schrein, den wir eigentlich brauchen. Hier sind noch ein paar Inseln. Da gucke ich erstmal hin. Ja, da sieht aus wie ein Steinzirkel. Hops. Hops. Und klick. Sehr schön. Damit müssten wir jetzt fertig sein. Falsches Ding. Und sind einmal rum. Sehr, sehr schön. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch den Tempel der Sonne aufmischen. Also wir gucken rein. Gucken, ob jemand mit uns reden will. Und wenn nicht, bringen wir alle um. Und danach können wir zurück nach... Ich glaube, das war Afli. Besucht die drei Steinmonolithen. Nee. Tularianische Forst. Kai. Also zu den Elfen. Und ganz viele Priester. Mir fällt gerade ein. Du kannst wieder ihn hier als Standardzauber nehmen. Du. Den da. Gut. Gut. Ich glaube, sie tötet gerne. Es war gerade zu beängstigend, das Gut. Und das Grinsen dazu. Oh, irgendwas macht irgendwas mit uns. Kaputt, schnell, schnell, schnell. Ach, da. Ein Knüppel. Nee, danke. So, was haben wir hier? Gelbes Fass. Gelb war Geschick. Irgendjemand schießt, aber kann uns nicht treffen, weil da eine Wand zwischen ist. Rot ist für dich. Rot ist für dich. Mit. Violett war Reaktionszeit. Das ist Talana. Du heilst bitte sie und du öffnest die Truhe. Mein Fehler. Eine Ritterstatue. Oh, warte mal. Von den Statuen hatten wir schon gehört. Die sollen wir für eine der Questen finden und dann in den und den Gebieten aufstellen. Ja, sehr schön. Erstmal kurz raus. Rennt. Rennt. So. Fackellicht. Auge. Segen. Im Schild. Hey, du.
So, also da war eine Statue. Dann nehme ich mal an, dass hier noch eine ist. Symmetrie ist nämlich toll. Blau ist du. Das war das Falsche. Warum stand da gerade Geschick? Blau war doch ziemlich sicher. Na egal. Bewahrung habe ich vergessen. So. Eine Heilbeere. So viel zur Symmetrie ist toll, ne? Symmetrie ist trotzdem toll. Oh. Du bist nicht einer von den Mönchen, die wir eben getötet haben. Die hier haben wir eben getötet. Sogar ziemlich schnell und effektiv. Oh. Oh. Hier sind ein paar mehr von euch. Bisschen weitläufiger als das andere. Oder Tempel des Mondes. Der war verwinkelter. Außerdem sind hier überall Fässer. Das finde ich ganz toll. So, Charisma blau. Genau, sag ich doch. Und grün bekommst du. Und du stirbst. Gelbes Fass. Geschick. Rotes Fass. Stärke. Also hier müssen wir unbedingt in einem Jahr wieder hin. Falls ich das vergessen sollte, bitte anstupsen. Weil so viele Fässer wie hier gibt es an nicht so vielen Stellen. Also in Schloss Harmondale gab es recht viele, aber ich glaube, die respawnen nicht. Und sonst fällt mir ad hoc gar nichts ein. Da kommen wir her. Die Axt. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Können wir das wirklich brauchen? Nö. Oh. Was zur Hölle? Das tut nicht nur irgendwie. Ich wollte eigentlich schnell ausweichen. Komm, weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Schlafen. Irre. Du Fackellicht, obwohl hier drin so viel Licht ist, dass wir eigentlich kein Fackellicht brauchen. Und jetzt ganz schnell um die Ecke. So viel dazu. Ganz schnell um die Ecke ist man eben nicht mit Strafen in diesen Spielen. Strafen ist so schon ziemlich mächtig. Wenn er schneller gewesen wäre, würde man wahrscheinlich gar nicht mehr getroffen werden. So, kommt alle immer schön in die Mitte. Kann ich euch besser abschießen. Du warst kein wichtiger. Die Goldenen sind wichtig, die machen mehr Schaden. So, Heilung. Töten. Heilung. Töten. Das scheint deren Hauptaltarraum zu sein. Irgendwo versteckt sich noch einer. Das Auge sagt, hier ist irgendwo noch was. Warum war da ein Stab in der Wand? Wir müssen etwas loswerden. Kein Platz mehr. Dafür habe ich keinen Platz. Können wir das wirklich? Ja, ist ein ganz normaler Stab. Okay, dann muss hier irgendwo ein Schalter sein. Denn das Auge sagt uns, da sind Gegner. Unsere Ohren übrigens auch. Nee, kein Knopf. Hier oben vielleicht irgendwo? Aha. Und da sind ganz viele Knöpfe. Ganz, ganz viele Knöpfe. Kein Problem. Ist das eine Anspielung? Also die Kleriker, die am langen Hebel sitzen? Knopf, Knopf, Knopf. Knopf. Und da geht's weiter. Haben wir irgendwo eine Notiz aufgehoben? Nee. Okay, einfach Leertaste drücken und sie drücken die richtigen Knöpfe. Das war, glaube ich, auch nicht Sinn des Ganzen. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Nee, kann hier bleiben. Blau ist für dich.
Orange ist für dich. Die arme Lunanera geht öfters leer aus, also kriegst du mal die Charisma. So. Und da ist eine Notiz. Tagebuch, Eintrag 23. April 10.58. Möge die Sonne meinen Weg erhellen und mich heute führen. Wir erhielten heute Nachricht von der Aussendung bewaffneter Truppen nach Niggen durch den Tempel des Mondes. Es wurde entschieden, dass ich selber einige meiner Brüder im Versuch anführen werde, ihre Gräueltaten, welche auch immer die sein mögen, zu verhindern. Möge die Sonne auf uns scheinen und diesen Krieg so bald wie möglich beenden. Die Kämpfe im Norden haben die Brakada-Ebenen verwüstet. Wenn wir mit diesem Krieg fortfahren, zerstören wir vielleicht das Land, das wir eigentlich retten wollten. Okay. Ich denke, es war eine sehr gute Idee, hier alle Priester umzubringen. Denn keine von den beiden Parteien ist wirklich schön. So, hier war ein Feuerball. Also schnell um die Ecke laufen. Nee. Heilen. Die Bewusstlosen, sonst sterben die gleich. So. Und irgendwo ist hier noch was. Ich bin am Verhungern. Du bist am Verhungern. Ja. Ja. Oh oh. Raus. So. Also ja, fertig mit dem Ding sind wir noch nicht. Irgendwas greift uns da noch an. Abgesehen von dem Trupp, der uns gerade geweckt hat. Oder dem einen Mönch. Ich weiß noch nicht wo. Da oben waren wir. Da ist der Feuerball. Na gut, gehen wir nochmal nach oben. Ja, hier waren wir. Auch in dem geheimen Kämmerchen. Oh. Okay. Noch ein geheimes Kämmerchen. Mit noch mehr Wässern. Und jetzt auch Ruhe, sehr schön. Können wir das wirklich brauchen? Du kommst mit. Du kommst mit. Du nicht. So ein albernes Ding. Gelb ist für dich. Blau ist mal für dich. Und Violett ist für dich. So, einmal Bewahrung bitte. Das tut irgendwie. Und keine weitere Statue fällt mir gerade auf. Also wir haben jetzt auf den ganzen Evermore-Inseln in beiden Tempeln nur eine Statue gefunden. Also die Aufgabe mit den drei Statuen finden und sie richtig platzieren, die wird noch eine ganze Ecke dauern, denke ich. Aber sei es drum. Wir haben für Lunanera den Steinzirkel gefunden. Wir haben hier ganz viel aufgeräumt, ein paar nette Sachen gefunden und bestimmt jede Menge Erfahrungspunkte gemacht. Das heißt, wir können uns jetzt stolzen Hauptes zurückziehen nach da. Aber erstmal speichere ich jetzt ab und wir sehen uns gleich wieder.